und herzlich willkommen zurück zu Beagleborn, The Old Hunters. Mein doofes Ringlichtlein für die Kamera kann nur entweder diese Stufe oder aber viel zu hell. Jetzt bin ich deswegen leicht im Dunkeln, aber irgendwie mag ich das nicht. Das ist viel zu hell. Das sehe ich aus, als würde ich in strahlendem Sonnenschein sitzen oder eher gesagt Fluterlicht. Mag ich nicht. Nee, mag ich lieber so. Im Dunkeln lässt sich doch bekanntlich schmunkeln, Leute. So, wir haben Abkürzung freigeschaltet. Ein Haufen. Jetzt sind sie alle wieder da, die dämlichen Opis. Zum Glück interessieren die mich nicht. Dann wollen wir mal weiter hochgehen. Aber diesmal von der anderen Richtung aus. Oder? Von der durchgeknallten OP-Richtung aus. Von der durchgeknallten OP-Richtung aus. Nein, nein. Au. Ach, okay. Und jetzt ganz gechillt die Treppe hochgehen. Der OP macht meinen Job. Wie nett. This OP macht meinen Job. So, jetzt werde ich I don't care mit allem. Ich will da direkt rüberlaufen. Die lebt noch! Ja, ja, ja. Was denn? Was denn? Was denn? Oh je. Der arme Typ ist ziemlich daheim dran, würde ich sagen. Er guckt sie euch an, wie sie zu mir kommen. Sie wollen mich unbedingt töten. Die kleinen Mistviecher. Lutsch. Sag mal, nutzt mir das überhaupt, irgendwie oben zu sein? Ja, irgendwie wohl nicht. Oh, warte mal. Ach, guck mal, einer schau. Andere Seite. Okay. Mit 23.000 Echos in den Boss reinzugehen, ist jetzt schon keine fabelhafte Leistung, ne? Hier muss es doch irgendwo lang gehen. Da ist ein Blob. Da ist eine Tür. Ganz vorsichtig. Ich habe keine... Wisst ihr, ich mache jetzt einen Balanceakt hier und schon juckt die Augenbraue. Ganz normal. So, da ist nämlich eine Tür. Die hole ich mir jetzt als erstes. Ach Gott sei Dank. Da ist gar nichts. Okay. Wohin geht das denn runter? Sieht schon stylisch aus, oder? Ich finde schon. So. Und das geht jetzt genau wohin? Weiß man das? Oh Gott. Was macht der hier? Was macht der hier? Warum ist der hier unten? Warum bist du hier unten? Kannst du mir das erklären, warum du hier unten bist? Nein, ich will eine anständige Ausrede haben, warum du hier unten bist. Sag mal, das ist jetzt arschig. Das, nee, das ist arschig. Das ist noch viel arschiger. Und jetzt? Was mache ich jetzt? In der Tat kann ich die Leute auch schneller gehen. Habe ich jetzt überhaupt noch irgendeine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen oder so? Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, es bringt mir exakt gar nichts, hier oben zu sein. Gut. Kann ich mich irgendwo runterfallen lassen, wo es Sinn macht? Eventuell hier.
Au. Na, Würstchen, du Penner. Ich muss den echt loswerden. Ich muss den loswerden. Ah. Ich werde ihn auch so gut wie los. Nein, er trifft mich. Warum ist er schneller als... Ah, was? Oh, die Krähe hat mich jetzt erschrocken. Ihr Viecher, ihr seid so scheiße. Gut, dass es hier übrigens keine falschen Kisten gibt. Jetzt würde ich nämlich auf sowas achten. Wie, hier ist gar nichts. Absolut nichts. Kriege ich nicht noch irgendwie so eine Abkürzung oder so, damit ich zurück zum Boss hochkomme? Oder wie? Oder was? Oder wo? Na, was? Guckt sie euch an, diese kleine Würstel. Au. Sag mal, nein. Wir beruhigen uns jetzt alle mal einmal. Eine Runde beruhigen, bitte. Sag mal, was ist mit denen falsch? Ach komm, ist okay. Die sind voll durchge... Sag mal, wie weit folgen die mir denn? Sag mal, nee. Was? Was ist mit denen falsch gewesen? Guck sie dir an und jetzt rennen sie weiter und suchen jemanden zum Verprügeln. Wow. Leute, wow. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Oh, hey, na? Kein schöner Anblick, nicht wahr? Nee. Das wahre Gesicht der blutverehrenden, bestienvernichtenden, heilenden Kirche. Aber das ist nicht alles. Ihr sucht die Geheimnisse, die der Albtraum birgt, nicht wahr? Naja. Dann hört, was ihr zu tun habt. Steigt auf den astralen Uhrturm und tötet Maria. Das sagst du so. Sie verbirgt das wahre Geheimnis. Das sagt der so, ja? Gehst du hin, tötest Maria. Alles gut. Oh, ihr wisst, was hier passiert. Alter, wie? Was? Was ist das? Das bringt sogar richtig heftig viel, Ah, was? Wie stark sind die? Och man, gut, dass mir Blut echt was egal sind. Die sind ziemlich stark, Leute, muss ich schon sagen. Na, von mir aus. Ich lasse die da einfach liegen und gehe hier hoch. Mal sehen, wie lange ich für die Misserfolge brauche. Wisst ihr, ich habe ja die ganze Zeit von Kevin geredet. Kevin Ludwig. Das Problem ist, glaubt ihr wirklich, die 2000er lassen uns in Ruhe? Ja. Justin, Jonas, Marvin. Aha. Justin, Jonas, Marvin und Co. sind alle da. Alle vereint. Boyband-mäßig vereint, wie das in den 2000ern halt so üblich war. Und warten auf uns, um uns umzubringen. Ich dachte, jetzt 2 Sekunden. Oh, ach, der Oppi! Sag mal, Leute. Nein. Ah! Ey, wer lacht? Ah, eine Jägerin? Warum ist denn eine Jägerin? Und die hat ganz schön viel Leben.
Die hat ganz schön viel Leben. Au, diese dämliche Scheißkuh. Ach, die ist die macht die Peitsche. Sogar gar nicht schlecht, würde ich sagen. Da war mein Angriff deutlich effektiver als ihrer. Ja, da war ihr Angriff ein bisschen effektiver. Nein, nein. Ich renne ihr auch noch hinterher. Okay. Na komm zurück, komm her. Lass es uns beenden. Ach, das war ein Er. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht tun. Ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe. Na, du? Hörst denn, Maria? Okay. Ich bin ein Rotkehlchen. Werde ich mich je zusammenrollen und ein Ei werden? Was sagt ihr, Fürstin Maria? Ach du Scheiße. Fürstin Maria, sagt etwas. Irgendwas. Tut mir leid, aber das kann ich mir nicht entsehen. Wir haben Hirnflüssigkeit. Der Boss mit 20 Blutfiolen? Das ist ein bisschen mutig, behaupte ich. Ah, was soll's. Was kann schon schief gehen? Ich habe versagt. Bitte, Fürstin Maria. Zwanzig Blutviolen, Leute. Lebendige Misserfolge. Justin, Jonas und Marvin. Schaden aus. Schaden ist okay. Auch die haben leider Arkane. Nein. Kann ich mal bitte. Oh no. No, no, no. Einer weniger. Es tut mir leid, Justin. Jonas, jetzt bist du dran. Mach mal. Nein, nein, das ist okay. Ich sollte in Bewegung bleiben oder sowas. Okay. Nein, 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 nein. Alter, ihr seid doch scheiße. Justin, Jonas, Marvin. Was geht bei euch? Was ist falsch bei euch? Hör mal, funktioniert sowas bei denen eigentlich? I don't know. Die haben aber generell eigentlich. Haha, das funktioniert aber bei mir. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Gott, nee, 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 nee. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, beruhigt euch. Mit der Rückhand wurde ich noch erwischt, ey. Ich hab keine Ahnung, wie das bei mir funktioniert. Aua. Aua, aua. Nein, Arkane will ich nicht. Ey, ihr seid so scheiße einfach. Ich treff die nicht. Ich hab die nicht getroffen. Ich bin voll in die Attacke gerannt, weil ich nichts gesehen habe. Wow! Ich hab keine Zeit. Au. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Sonst war's das. Und mich heilen. Heilen. Heilen ist gut. Ihr seid einfach so räudig. Ihr seid alle so räudig miteinander. Alle miteinander seid ihr räudig, ey. Vor allem, man meint, es ist so einfach. Man meint es wirklich, die Boyband hier zu besiegen. Aber es ist einfach nicht so einfach, wie das aussieht. Aua. Weil die echt mies sind. Und ich merke gerade, dass das Treffen gar nicht so einfach ist. Na gut. Nein! Oh no, wie mache ich das? Wie mache ich das nochmal? Ich habe keine Ahnung, wie ich das nochmal. Ach du Scheiße. Nein, nein, ist okay. Hey, es ging aber. Hätte schlimmer kommen können. Ich brauche heute ein bisschen Ausdauer. Das ist so ziemlich die schlimmste Attacke, die sie haben. Neben ihren Arkanbällchen natürlich. Oh, ich habe noch 10. Ich bin ja auch mal Leben am Limit. Dann kriege ich die vielleicht alle drei. Okay. Die machen das schon wieder.
Lass mal bitte. Man sollte. Ah! Von einem will ich mich aber auch immer treffen lassen, ne? Ich habe das Gefühl, die ganz großen Attacken bringen mir gar nicht immer so viel. Nein, ich habe keine. Nein, 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 nein. Ah, aua. Alter, nein, ich nicht unvorsichtig werden. Alles was. Voll machen. Warum? Ey, ihr seid doch scheiße. Ihr seid so scheiße. Ihr seid so scheiße, ey. Nein, natürlich erwischt es mich. Natürlich erwischt es mich. Halt dich bitte. Nein, nein, nein. Ah! Seid ihr denn bekloppt? Seid ihr denn an allen guten Geistern besohlt? Ich habe keine Zeit für euch. Nein, nein. Okay. Oh, das wäre natürlich nice. Ja, 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 ja. Einer noch, einer noch. Ja! Und das Schlimme ist, das sind einfach die einfachsten Bosse hier. Beim ersten Versuch. Yes! Justin, Jonas und Marvin hatten nur einen ganz kurzen Auftritt. Mehr konnte ich ihnen nicht zugestehen. Ich weiß, Kevin Ludwig hat so viel bekommen, aber die Boyband hier nicht. Aber habt ihr gesehen, die Boyband sind lebendige Misserfolge. Das können wir denen doch auch dann nicht antun. Oh, Leute, Kopfweh. Ich habe wahnsinnig Kopfweh jetzt auf einmal bekommen. Ich kann zumindest sagen, in meinem DLC-Gang habe ich zumindest einen Boss im First Try gemacht. Kann ich sagen. Wir haben jetzt noch drei Bosse vor uns. Wir haben erwartet. Geht. Nun gut, lass. Oh, die gute Frau will mir einfach nichts mehr geben. Wir haben doch hier noch so viel. Warte mal. Oh Gott, nein. Alles, nur das nicht. Ah, da, 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 da. Haben wir doch direkt mal genug für ein Level. Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Glast mich. Nee, gute Frau, es tut mir leid. Ich habe immer noch nicht genug. Habe ich aber genug. German erwartet. Geht. Ja, ja. German kann ruhig warten, solange er will. Stärke. Qualität. Rüstung ist auch nie schlecht. Mehr Wumms ist mehr Wumms, Leute, ne? Mehr Wumms ist mehr Wumms. So. Schauen wir mal, was ich jetzt noch kaufen kann. Ja, 8 ist besser als keins. Jetzt einmal oben gucken, wie viel ich noch habe, damit ich das im Blick habe. Ich sag euch, bei Miria und Kos und auch bei Lawrence, wobei Lawrence mache ich halt ganz zum Schluss, werde ich es brauchen können. Lichtholzgarten. Ich habe jetzt noch 10 Minuten. Ist da was? Wir werden jetzt so mörderisch sein und in der Tat zu Lady Maria gehen. Ich habe da nichts mehr, was ich gerade noch machen möchte. Ich habe euch ja gerade schon mal gesagt, ich will einfach nur durchkommen. Lady Maria wird so ein... Ja, aber Lady Maria ist so die Cindy der 90er. Das ist das Pendant zu Kevin. Unsere Cindy hier. Cindy Maria heißt sie. Boah, Cindy ist schlimm, ne? Kimberly. Kimberly ist so ein 90er Name. Der war heftig. Kimberly. Warte mal. Nee, das geht immer noch nicht. Schade. Ich hab den astralen Turm geöffnet. Ach, krieg ich hin. Alles gut. Das wird ein heftiger Kampf.
die wird alles von mir fordern. Alles. Eine Leiche sollte ihre Ruhe haben. Damit hat sie recht. Aber sie sieht schon geil aus. Oh, ich kenne das gut. Wie die Geheimnisse so süß locken. Die hat eine geile Waffe. Nur ein ehrlicher Tod kann euch heilen. Ein ehrlicher Tod? Wann habe ich denn mal einen unehrlichen Tod gehabt? Frei von eurer wilden Neugier. Aha. Die Frau ist super geil. Also der Kampf, das ist einer der besten. Es ist der. Au. Ich versuch's doch. Wow! Schafft ihr euch auf! Weg. Okay. Ist so gut. Die Message dahinter ist, dass ich nicht parryen sollte. Leute, das passiert, wenn ich parryen. Suit, mache ich nicht. Hab ich verstanden. Kein Parry hier. Kein Parry für die Idioten. Ja, ja, was hast du gedacht, Maria? Dass ich mir das nochmal gefallen lasse? Offensichtlich. Au. Ausgezogen, die Bitch. Wahnsinn. Au. Au. Ich will wenigstens irgendwas davon wieder. Nein. Alter. Oh, die fordert alles von einem. Ja, bitte. Mehr davon, mehr davon. Muss ich zwar wieder Blutfiolen farmen gehen, aber kein Thema. Lady Maria, bitte. Hören Sie auf. Hören Sie auf, mich so zu erregen. Geiler Kampf. Absolut geiler Kampf, Leute. Übrigens, hier zu verlieren, fühlt sich fast schon wieder fair an. Die Frau ist einfach geil. Ja. Das sag ich, obwohl ich gar nicht auf Frau stehe. Ja, natürlich. So, darf ich wenigstens so ein bisschen. Können wir wenigstens tun, dass ich ein bisschen Ahnung von dem, was ich hier tue? Nur ein bisschen. Ich weiß, du bist Lady Maria, die erste Jägerin. Aber können wir bitte so tun, als hätte ich auch ein bisschen Ahnung von dem, was ich tue? Nein, nein, ist nicht drin. Ist nicht drin? Nein, ist nicht drin. Sie sagt, ist nicht drin. Hat sie keinen Bock drauf. Alter, wow. Au. Gute Frau, hören Sie doch auf. Gute Frau, beruhigen Sie sich. Man kann doch über alles reden. Kimberly, hör auf. Kimberly, das ist nicht nett. Alter, was? Wie schnell ist die? Schkondert nicht. Noch erwischt mit der Rückhand. Ich will auch. Nein. 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 Jetzt erwischt sie mich. Ach du Scheiße. Die ist heftig gut in dem, was sie tut. Nein, merkt man, dass sie jeder ist, ne? Au. Eigentlich kann ich immer nur dann ein bisschen Talent zeigen. Aber wenn ich ausweiche. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist eventuell nicht in ihre Attacken reinzuspringen. Ich muss mit meiner Heilung ein bisschen Spaß haben hier eigentlich. Ich würde sie aber zumindest schon mal gerne in die. Au! Au! Alter, wow! Nochmal, du Bitch!
Mindestabstand hier, Mindestabstand, du Scheißkuh, Mindestabstand. Alles klar. Aua. Ja, ich wusste, sie macht das, aber irgendwo war ich zu doof. Weil es halt vorher auch noch nicht zu einfach war. Was ist das vorher? Da steht sie da. Freut sich ein Bagger. Ich hab die besiegt. Guck sie euch an. Diese doofe Kuh kommt hier ständig rein und will mich umbringen. Ja, mache ich auch, du dämliche Ziege. Ich komm rein und kill dich. Den ganzen Stümper mit. Ich bring nicht große Bruder mit. Ich mach alleine du. Selbst wenn, ich wüsste gar nicht, wo ich meinen großen Bruder hierher bekommen sollte. Ich habe die Glocke dafür noch nicht gefunden. So, Lady Maria, ich muss den Zuschauern halt auch was zeigen. Eventuell nicht nur tot. Ach, komm. Wie soll ich denn bei der weichen? Darf ich auch mal, oder ist das nicht so? So, und das ist das Problem an den Bloodborne-Bossen in Old Hunters. Die tracken einen echt gut. Die tracken einen echt gut. Keine Heilung verbraucht, ne? Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Vier räudige Minuten, in denen ich versuchen kann, Kimberly hier umzubringen. Ah! Nein, ich habe sie aus dem Parry geholt. Naja. Dankeschön. Leute, haltet das bitte im Kalender fest. Haltet das bitte im Kalender fest. Nein. So leider nicht. Hat so nicht funktioniert. Ist okay. Ich bin halt nicht gut da drin, das wisst ihr. Meine Waffe ist zu kurz. Meine Waffe ist zu kurz. Ich habe bis jetzt noch keinen nennenswerten Schaden gemacht. Das ist echt abartig. Ein bisschen, Lady Maria, nur ein bisschen. Ich will nur ein bisschen so tun, als hätte ich Ahnung, von dem, was ich hier tue. Nur ganz klein bisschen, nicht viel, nicht viel. Wir arbeiten uns halt Stück für Stück vor, ist doch kein Thema. Nein, nein, nicht Stück für Stück bei mir. Einfach nicht Stück für Stück bei mir. Ja, ist gut. Schuss weg, ey. Ich muss hier weg, ich muss hier ganz dringend weg. Was? Das ist doch krank. Du bist doch einfach nur krank, du Bitch. Nein, 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 nein. Ah. Krank, ey. Das ist doch krank und das wird bei Kurs noch schlimmer. Wow! Uff! Ein Versuch machen wir noch. Der letzte für heute. Ist die heftig? Die ist so heftig. Die ist so heftig, die Frau. Einfach nur heftig. Immer schön in die Attacke rein. Ich habe aber auch Schaden gemacht.
Au. Sie aber auch. Sogar heftig. Also bin ich jetzt mitten in ihre Attacke reingeraten. Er ist arschig. Aua. Aua. Ich kann mich hinein. Scheiße. Ein bisschen wieder haben? Ein bisschen wieder haben? Oder ist wieder haben nicht so dein Ding? Die schenkt nicht gerne, die Frau. Die schenkt nicht gerne. Die schenkt nicht. Ich habe subjektiv übrigens das Gefühl, dass ich bei ihr einen Ticken schneller ihre Sachen hier verstehe. Ich meine, natürlich, wenn man... Oh. Ich will wieder haben. Ich will zumindest ein bisschen Leben wieder haben. Ey, Alter. Wow. Voll krank. Einfach nur krank, die Frau. Nö. Nö, nö. Mal her. Da, ja, klar. Ja, klar. Jetzt macht die auch noch Wusch. Jetzt macht die auch noch Wusch. Ja, jetzt macht die auch noch Wusch. Ich komme einfach nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Oh. Wow, ich habe vergessen, wie gut die ist. Okay, ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Nächstes Mal geht's dann also an Lady Maria. Mal sehen, wie viele Folgen wir das dann machen werden. Es, ihr seht, es liegt wieder nicht daran, dass ich nicht genug Schaden mache oder so. Bei ihr bin ich tatsächlich einfach zu doof auszuweichen. Aber ja, schauen wir uns an. Machen wir. Kriegen wir schon irgendwie hin. Also, meine Lieben. Habt einen wunderschönen guten Tag und schönes Wochenende. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr das jetzt mit den Misserfolgen so fandet. Haut rein!